Shalom Aleichem, guten Morgen. Shmirat Alashot, bewahre deine Zunge, damit sollst du lang leben. Heute 21. Elul, Kreis 2. Met Mitzvah. Es ist bekannt, was steht geschrieben in Sefer Hasidim von Rabbi Yehuda Hasid von Regensburg, Deutschland, Paragraph 105, dass eine Mitzvah, eine Gebot, eine gute Tat, wo wenig Menschen haben daran Interesse, heißt es Met Mitzvah. Was ist Met Mitzvah? Wenn einer ist gestorben und er hat keine Verwandte, keine Bekannte, keine Gemeinde, jeder Mensch, der ihn trifft, muss ihm beerdigen oder teilnehmen an seine Mitzwe. Und genauso eine Mitzwe, wo Menschen haben kein Interesse, renne nach dieser Mitzwe sie zu machen, weil die Mitzwe beklagt bei Gott, niemand interessiert sich, meine Mitzwe zu machen. Wie schlecht bin ich, diese Mitzwe, dass die Menschen haben kein Interesse. Und es ist bekannt, wie groß und wie wichtig ist die Mitzwe von jemandem zu beerdigen. Dass auch eine Kohen Gadol, Oberpriester, der normalerweise darf nicht unrein werden, am höchsten Tag Yom Kippur, wenn er sieht eine Mitzwa oder einen Nazir, oder er geht, machen eine große Mitzwa, Korban Pesach zu schächten, oder Brit Mila zu seinem Sohn. Aber wenn er sieht eine Mitzwa, wenn jemand ist, liegt auf dem Boden tot, damit soll er nicht in Schande bleiben, muss man ihn sofort begraben. Genauso bei Mitzwas. Und genauso in dieser Welt unsere Seele und die Tora hat uns erlaubt, zum Kohen oder Nazir, soll man annullieren, Korban Pesach oder Nazir, genauso bei Tora. Hashem hat uns gegeben Tora und wir haben eine Mitzvah, Limud Tora. Und die Tora liegt beiseite und niemand hat ein Interesse. Umso mehr müssen wir wissen, dass die Tora ist teurer als Perlen und sie ist die Genuss und Vergnügen von Hashem. So wie es steht geschrieben in Mischle, in Sprüche 8, 30, es wird sein mein Genuss tagtäglich. Wenn eine Mitzwe von Torah, muss man gehen auf die Straße, Menschen Tfilin legen, muss man die Leute erwecken, Spende zu geben. Umso mehr die ganze Torah, wo dort steht geschrieben, alle Mitzvot soll nicht beklagen über uns und jeden einen von uns, der lernt Torah oder unterstützt Torah, Talmud Torah keneged kulam. Talmud Torah überwiegt alle anderen Mitzwes. So wie steht geschrieben in die Mishnah. Mehr wie Frieden stiften, mehr wie ihren Vater und Mutter, mehr wie beten, mehr wie alles. Warum? Weil dort lernt man den Brief von Hashem. Das ist eine Weisheit. Shkoyach.